dass ihr wieder mit dabei seid, heute zu einem neuen Video. Und zwar habe ich von Cosnova wieder ein Testpaket zugeschickt bekommen und den Inhalt möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Es handelt sich hierbei um die Essence Naughty Girl LE und ich bin schon super begeistert vom Anblick und ja, wir legen auch direkt los. Als erstes finde ich hier dieses Parfüm, das hat 10 ml und heißt Like a Naughty Girl. Und ja, ich habe das schon mal im Laden gerochen und ich finde es eigentlich schon sommerlich, aber ich habe im Moment noch so viele Parfüms offen, da werde ich das hier erstmal noch zulassen. Also falls ihr daran Interesse habt, geht einfach mal im DM beim Tester gucken und riecht daran. Also ich finde ihn gut, aber ich möchte ihn halt noch nicht öffnen. Als nächstes finde ich in diesem Paket diesen Lippenstift und das ist die Farbe 02 Q First und das ist so ein schönes, ja, Nude, würde ich sagen. Also mir gefällt schon mal sehr gut. Ich denke mal, das wird so ein richtig schöner Alltagslippenstift werden, weil von dem Aussehen her passt das natürlich, glaube ich, zu jedem Look. Und deswegen finde ich das auch schon mal so ein super Produkt. Dann habe ich hier in dem Paket noch diese Nagelsticker. Die haben jetzt keine Farbnummer. Ich denke, das sind auch die einzigen. Und da sind so schöne Anker, Herzchen und Streifen drauf. Und ein paar Fische sind auch noch dabei. Und ja, werde ich mal gucken, ob ich die irgendwo mal zum Einsatz bringen kann. Aber ich denke mal schon, für Nageldesign eignen die sich sehr gut. Dann finde ich noch diesen Eyeliner-Pen und das ist einer, der hat einen integrierten Spitzer und immer wenn ihr dieses Produkt öffnet, dann wird das Produkt quasi immer wieder neu gespitzt und ich finde, das sollte man überall machen, also bei jedem solcher Stifte, weil ja, dann hat man die immer automatisch griffbereit und muss nicht immer andauernd vorher spitzen und das ist echt eine super Idee. Und ja, die Farbnummer lautet 01 Ahoy Boy. Dann befinden sich in dem Paket noch drei Nagellacke und ich glaube, es gibt in dieser LE 4. Und als erstes habe ich hier dieses schöne Rot-Orange und das ist die Farbe 03 Miss Navy. Und ja, so einen Rotton habe ich, glaube ich, noch nicht in meiner Sammlung und finde ich sehr schön. Dann haben wir dieses richtig schöne Nude-Farbende hier und das ist die Farbe 04 True First. Und das ist wirklich ein richtig schönes Nude. Und dann haben wir noch ein Blau und das ist die Farbe 02 Oh Captain, My Captain. Und ja, gefällt mir auch sehr gut. Und damit kann man natürlich auch ein super Nageldesign machen. Und zum Schluss habe ich noch eine Lidschattenpalette. Und das ist jetzt die mit den Blautönen. Hier haben wir so ein richtig schönes Hellblau. Dann ein Mittelblau und so ein richtig schönes dunkles Blau. Und natürlich auch ein Braunton und so ein etwas hellerer. Und das ist die Farbe 01 Cool Breeze. Und wie immer sind hier hinten noch Beschreibungen drauf, wie das Ganze geschminkt werden kann. Und auch hier blende ich euch die Swatches ein, damit ihr auch mal gucken könnt, ob die Farbabgabe gut oder nicht so gut ist. Und ich freue mich generell schon über das ganze Paket, weil es sind wirklich schöne Farben dabei. Dieses Rot und Blau, das finde ich in der Kombination sehr, sehr schön. Und deswegen freue ich mich, dass ich das Paket bekommen habe. Und ja, das war es auch schon von dem Video. Ich habe nicht alle Produkte aus der LE bekommen, das ist ja nie so. Man kriegt immer nur eine kleine Auswahl. Aber ich bin begeistert von dem, was ich bekommen habe. Und ich habe mir auch die andere Lidschattenpalette angeschaut und die würde ich mir natürlich auch holen, weil so eine schöne Alltagspalette auch gewesen wäre. Aber so Blautöne hat man ja auch nicht immer. Und ja, ich freue mich, das Paket testen zu dürfen und schaut auf jeden Fall in eurem DM vorbei. Und falls ihr an dem Parfüm Interesse habt, schaut es euch an, schnuppert dran und vielleicht ist das ja auch was für euch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr bleibt beim nächsten Video wieder mit dabei. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt Feedback in die Kommentare und welches Produkt euch am meisten gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!